Hallo und ganz herzlich willkommen bei Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es geht heute um eure allgemeinen Legungen, wo wir einfach mal wieder schauen, wie die Energien bei euch so aussehen. Das heißt Liebe, Beruf und was die Karten so zeigen werden. Bevor ich das natürlich tue, wie immer die astrologischen Updates für diese Woche, für die aktuelle Zeit. Und bevor wir natürlich damit starten, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für euren tollen Support. Ihr seid der Wahnsinn. So eine tolle Energie, die ihr mir da entgegenbringt. Die vielen Kommentare, die Likes, die Abos. Macht bitte weiter so. Das ist wunderbar. Das macht richtig viel Spaß. Den, wo ich nicht danken möchte, das sind die Leute, die weder ein Hallo, weder ein Danke, weder Höflichkeitsfloskeln verwenden, sondern einfach nur da reinschreiben, ja, das kann ja jeder, kann ich auch, oder irgendwelche Kritik äußern. Leute, ich bin immer froh, wenn jemand auch mal schreibt, hey, das würde ich mir mal wünschen, das mache ich mal, auch ein Dankeschön, finde ich total toll. Wenn ihr Kritik äußert, gerne. Aber dann macht das bitte so, wie die Höflichkeitsform und wie der Umgang miteinander, wie das eigentlich alle gelernt haben und uns das auch wünschen würden. Na, ich mache mir da mein eigenes Bild und denke mir dann so, mein Gott, wahrscheinlich sind die Leute mit einer Rakete durchs Kinderzimmer geflogen. An die, die sich dann wundern, warum die das Leben nicht so in den Griff kriegen, wenn man mit so viel negative Energie durch die Welt läuft, dann zieht man auch noch Negatives an. Ja, ich beschäftige mich mit Personalentwicklung, mit alles, was im Bereich Psychologie liegt. Ich mache momentan nebenbei eine Ausbildung als Coach und da weiß ich halt auch eine Menge drüber, wie ja das negative Energie Negatives anzieht. Und deshalb sollte man immer etwas darauf achten, wie man auf andere wirkt, weil wenn man positiv mit anderen kommuniziert, kommt auch positive Energie zurück. Ja. Okay, ihr Lieben, ja, was ist passiert? Gestern ist was recht Schönes passiert. Gestern ist nämlich die Venus in das Sternzeichen der Fische gewechselt. Das heißt, es kann so mehr Romantik in unsere Beziehungen kommen. Nein, wunderschöne Energie. Ja, das kann natürlich auch für die innere Einkehr stehen, für Gefühle der Verbundenheit, auch für Sehnsüchte, die da involviert sind. Ja, und die Frage, was man nicht hat, aber sich wünscht, könnte dadurch ja auch entstehen, ne? Ja, zum Wochenende gibt es ein schönes Dreieck. Die Sonne steht im Wassermann, der Mars im Zwilling, auch in der Vorwärtsbewegung. Ja, und beide stehen im Sechstel zum Planeten Jupiter. Ja, Planet Jupiter, Wassermann und Zwilling und der Jupiter mit dem Feuerzeichen Widder. Da stehen die Chancen gut, Dinge anzupacken, Dinge in Bewegung zu bringen, vorwärts zu gehen. Die Energie ist halt da. Man muss quasi nur starten und anfangen. Ja, und heute Nacht, beziehungsweise nicht heute Nacht, sondern heute um 11.52 Uhr, ist auch der Merkur ins Quadrat zu Chiron gelaufen. Das kann ab und zu oder schon auch mal die Finger in unsere Verletzung legen. Daher achtet immer bitte, was für eine Wortwahl ihr auch im Gegenüber an den Kopf wirft, weil Worte können genauso verletzen wie auch verbale Gewalt. Worte können wie Pfeile sein, daher etwas vorsichtig. Ja, ja, was haben wir noch? Der Mond ist aktuell zunehmend und wechselt heute vom Widder in den Stier. Der Wechsel wird heute Nacht um 0.42 Uhr stattfinden. Ja, und dann ist der quasi der zunehmende Mond im Sternzeichen Stier. Auch das wird an neue Energie praktisch bringen. Und am Montag um 16.42 Uhr wird der Mond dann gegenüber der Sonne stehen. Entschuldigung, das ist nicht am Montag, das ist heute. Also heute um 16.42 Uhr steht der Mond und die Sonne sich gegenüber. Und der Mond wechselt dann am Montag in das Sternzeichen der Zwillinge, und zwar um 9.36 Uhr wird das passieren. Da wird mehr Kommunikation, da wird auch mehr Wuseligkeit bei uns hinzukommen. Die Sonne steht dann auch im Quadrat zum Mars, das wiederum eine sehr harmonische Energie uns geben wird, eine Voranenergie, die auch etwas ruhiger wird. Ne? Ja, ihr Lieben, ich nehme euch gleich mit zu euren einzelnen Legungen. Ich hoffe, ihr habt auch einen Kaffee dabei. So wie ich das jetzt habe, ich wollte eigentlich schon viel eher anfangen mit euren Legungen, aber ich bin momentan diese Woche über komplett in einem Seminar, was in den Abendstunden immer stattfindet. So habe ich natürlich morgens oder über Tag meine ganz normale Arbeitstätigkeit, abends dann das Seminar, was dann meistens immer bis 11 Uhr geht, wo es halt um Persönlichkeitsentwicklung geht, also wunderbar interessante Themen.
wo ich vielleicht das ein oder andere mit euch ja auch schon mal durchführen könnte, überlege ich mal. Passt zwar jetzt nicht zu Tarotkartenlegungen, aber wenn der ein oder andere mal so an Muster loswerden interessiert ist, wie man beispielsweise Partner in der Liebe vergessen möchte, wie man gewisse Dinge, die man fest eingespeichert hat, ja, loslassen möchte. Da gibt es, wie gesagt, richtig schöne Übungen für. Da kann man mal gucken, ob man sowas vielleicht irgendwann auch mal als Video da lässt. Das muss ich mir aber noch mal ein paar Gedanken machen. Ja, es gibt noch was Neues. Ich arbeite auch gerade an einer Webseite von mir. Die wird auch in Kürze, so hoffe ich, dann starten. Da bin ich aber auch noch nicht so richtig gestartet, weil mir momentan die Zeit so etwas fehlt. Aber ich habe mir einfach gedacht, so eine Website, dass ihr so ein bisschen was über mich kennenlernt, wo wir vielleicht auch so einen Blog haben zum Austausch und so weiter. Das bereite ich momentan auch gerade vor. Das ist leicht so angestoßen. Auch das wird neu kommen. Und da habe ich auch noch so ein paar andere Ideen, wo ich euch mit überraschen möchte. Das braucht allerdings noch ein bisschen Zeit, weil ja Zeit ist immer so dieses Problem, dass man alles unter einem Hut bekommt und ist manchmal nicht immer so ganz leicht. Ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß bei den einzelnen Legungen. Vor allen Dingen nicht nur Spaß, sondern Spaß beim Anschauen, aber auch für Ratschläge, die euch wirklich weiterbringen. Und in dem Sinne nehme ich euch jetzt mit zu den einzelnen Legungen, ihr Lieben. Ich sag mal bis gleich, alles Liebe, alles Gute und wir schauen mal, was die Karten so zu sagen haben. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sternzeichen der Zwillinge. Ja, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf. Es geht um deine allgemeine Legung für die erste Februarwoche, wo ich jetzt auch direkt mit starte. Ich verbinde mich mit dem Universum, ihr kennt das schon. Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der Zwillinge. Was ist jetzt richtig und wichtig und welche Botschaften darf ich weitergeben? Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der Zwillinge. Welche Botschaften dürfen weitergegeben werden? Bitte nur eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der Zwillinge. Ja, Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Das ist ein allgemeines Reading für alle, die mit Tarotkarten sich noch nicht so gut auskennen. Das heißt, solltest du hiermit nicht in Resonanz gehen, mach es bitte nicht zu deiner eigenen Legung. Und denk bitte immer dran, Tarotkarten haben auch keine Macht über dein Leben. Ansonsten schau gerne nochmal in deinen Aszendenten, Venus oder Mondzeichen mit vorbei, ob du damit besser in Resonanz gehst. Verzeihung, ihr Lieben. Und ich sage ja immer, Tarotkarten, Tarotlegungen sind immer wie Wanderkarten. Du lernst dabei deine Umgebung in deinem Leben kennen. Wandern musst du selber. Ja, und Dinge, die wir tun und Dinge, die wir lassen, das ist quasi dann das Leben. Dadurch entstehen neue Dinge, ne? Ja, wir schauen mal direkt rein, ihr Lieben. So. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was wir hier für eine Energie haben. Fängt schon an mit der Herrscherin. Eine große Karte aus der... Ach, eine große Karte. Ich sag das jedes Mal. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Eine Karte aus der großen Arkana. Ass der Münzen, wow, der Stern, der Eremit. Okay, ja, wir starten, ihr lieben Zwillinge. Wir haben hier die Karte, die Herrscherin. Die Herrscherin ist eine Karte aus der großen Arkana, die Karte 3. Ja, die Karte ist zugeordnet für das Sternzeichen Stier, also da, wo wir jetzt den Mond bald stehen haben. Es ist eine Karte, wo es auch um das Thema Schwangerschaft gehen kann. Also das ist eine Karte, die Schwangerschaften positiv beantwortet. Steht auch immer für einen Neubeginn, für den nötigen Wachstum. Diese Frau ist natürlich sehr fruchtbar, ist immer eine sehr warme Botschaft, eine sehr warme Karte, eine sehr warme, friedvolle, vertrauensvolle Energie. Das kann bei der Arbeit auch für kreative Phasen stehen, für neue Aufgaben, die du möglicherweise bald bekommst, wo du aber auch mit Gelassenheit drauf zugehen kannst, weil mit der Herrscherin hier hast du quasi immer die absolute Herrschermacht. Ja, man sieht ja auch hier dieses Venus-Symbol haben wir hier nochmal. Du bist hier in der pure Herrschermacht, in der puren weiblichen Energie. Ja, es ist, also wenn jetzt noch etwas nicht wahr ist oder dir du es wünschst, dann wird das wieder in Ordnung kommen und du bekommst ja auch noch was obendrauf. Also die Karte steht natürlich auch für die Herrscherin schafft ihre Dinge. Ja, die ist ja nicht umsonst Herrscherin. Und hier wirst du auf jeden Fall dein Ziel noch erreichen. Und wir haben hier den König der Stäbe. Ja, der König der Stäbe, das ist jemand mit einer gewissen Reife, Dynamik,
der Lebensfreude auch zu schätzen weiß und der definitiv, wenn er Ideen hat oder ja etwas möchte, diese Fähigkeiten hat, auch diese umzusetzen und zwar auch mit der nötigen Energie. Das ist auch jemand, der redet nicht lange um den heißen Brei, sondern er kommt immer direkt zur Sache. Man kann auch sagen, diese Person, dieser Mann hat enorm viel Tatkraft. Das kann mit der Arbeit zusammenhängen, das kann natürlich auch mit der Liebe sein. Das kann ich jetzt an dieser Stelle noch nicht richtig deuten. Wäre auf jeden Fall ein Schütze, Löwe oder Widder, der in euer Leben kommt oder bereits schon da ist. Ja, was haben wir weiter? Wir haben hier eine 10 der Münzen. 10 der Münzen, das ist das Element Erde. Du hast es hier zu tun im Beruf. Würde die Karte, sieht es momentan sehr, sehr gut aus bei dir. Ne? Das heißt, auch finanziell bist du hier sehr gut aufgehoben. Das bekomme ich hier rein. Du bist momentan in einer sicheren, stabilen Lage. Das ist eine tolle Harmonie. Das ist auch so diese Familienkarte, die wir hier haben. Du machst momentan auch viel mit deiner Familie. Das kann mit der Mutter, mit dem Vater, mit Geschwistern sein. Das kann aber auch mit deiner eigenen Familie sein. Ja, du hast eigentlich das geschafft, was zu schaffen war. Ja, als Frage, ja, du schaffst es und es ist auch schon greifbar nah, wenn die Dinge noch nicht in Umsetzung gekommen sind. Ja, sternzeichentechnisch könnte es ein Steinbock, Jungfrau oder Stier sein. Aber wir haben ja auch die Illusionskarte wieder mit den Kelchen. Kelche stehen immer für unsere Gefühle. Ja, die Illusionskarte ist, hier geht es um Träume und um viele Wünsche. Die Wünsche sind aber zum Teil sehr schwer umzusetzen. Die Karte kann auch sagen, dass du jemanden kennengelernt hast, der dir sehr viel Versprechen gemacht hat. Das gefällt dir. Wenn du aber wirklich ganz ehrlich zu dir bist und das durchdenkst, wirst du merken, dass diese Versprechen teilweise gar nicht umzusetzen sind, weil das einfach Träume sind. Man könnte auch sagen, es ist gerade zu schön, um wahr zu sein. Ja, geh in dich und schau, was ist machbar. Und ja, spüre da hinein. Ja, man kann auch sagen, lass dich nicht in das Licht führen, trenne hier die Spreu vom Weizen. Ja, ja, und du wirst dir, bist du momentan unsicher. Es ist 2 der Münzen. Hier geht es einfach darum, dass du unentschlossen bist. Du musst hier Entscheidungen treffen. Du hast bei dieser Entscheidung 2 Optionen. Zwischen diesen beiden Optionen bist du momentan am Überlegen, welche ist denn hier die richtige für mich. Du hast auch momentan starke Stimmungsschwankungen. Also es gibt Tage, da bist du sehr, sehr gut drauf. Da denkst du auch nicht so viel nach. Und es gibt Tage, wo du sehr viel durchdenkst und was dich runterzieht, wo du nicht gut drauf bist. Und das ist auch momentan einfach so ein Ausdruck. Deine Energie ist momentan nicht im Fluss. Ja, ja, da musst du weiter gucken. Wir schauen weiter, wie geht's weiter. Ja, wir haben hier 7 der Münzen. Wir haben also sehr viel Erdenergie hier. Ja, 7 der Münzen. Ich bekomme hier einfach so rein. Das ist so die... Du hast das Gefühl, dass nichts vorangeht. Und es geht dir auch nicht so ganz schnell genug. Das ist auch eine sehr langsame Karte, die ist aber dafür sehr stabil und auch sehr tatkräftig. Ist aber, wie gesagt, passiv. Ist eine passive Energie. Das kann hier ein Steinbock, Jungfrau, Stier sein. Du siehst aber dabei leider nicht, was du alles schon erreicht hast. Man kann auch sagen, du brauchst hier noch etwas Geduld und es wird gut, aber du brauchst Geduld. Es geht halt nicht schneller, ja? Und Münzenergie ist halt leider immer sehr, sehr langsam im Tarot, ne? Wir haben hier die 9 der Münzen. Und 9 der Münzen ist eine wunderschöne Energie, ihr Lieben. Ist mit fast, ich hätte fast die 10, ja, aber das ist eine sehr starke, die Karte steht für sehr starke Zufriedenheit, Erfüllung und Lebensfreude. Man kann auch sagen, macht dir eine gute Zeit. Kann immer noch Fische, Skorpione oder Krebs sein. Also du hast es hier mit einem Wasserelement zu tun, möglicherweise. Dann nimm es bitte mit der Pinzette, das muss nicht für euch alle gelten. Aber hier bist du in einer sehr, sehr großen Zufriedenheit. Aber, ja, entweder willst du dahin, dass das dein Plan ist vom Leben, dass du sagst, ich möchte wieder in die Zufriedenheit kommen. Und da bist du momentan am gucken, wie du dahin kommst. Ja, und das geht dir nicht schnell genug. Wir haben hier die Karte der Nah.
Ja, der Narr, eine sehr schöne Karte. Das ist die Karte 0, quasi die Joker-Karte in der großen Arkana. Das ist die ergänzende Karte Sternzeichen Wassermann. Ja, hier ist das definitiv eine Impuls-Vorwärtskarte, ne? Die Karte steht auch für einen Neuanfang. Du hast hier den nötigen Mut gesammelt und du kannst halt vorangehen. Ja. Wichtig ist hier nur Beginn. Das ist ein Beginn einer neuen Lebensphase für dich. Und wenn man eine neue Lebensphase beginnt, hinterlässt man ja auch eine alte Lebensphase. Um das zu schaffen, brauchst du quasi Mut. Den Mut hast du hier, aber hör auf deinen Instinkt, hör auf dein Bauchgefühl und übereile nichts. Ja? Man kann auch sagen, sei nicht zu übermütig hier. Ja? Ass der Münzen. Ja, du hast hier wieder ein Ass. Ass ist, sind immer Karten für Chancen. Und hier ist es definitiv auch wieder eine Karte, wenn du zum Beispiel jetzt ein Vorstellungsgespräch hättest und du mich fragen würdest, kannst du mir sagen, ob ich den Job bekomme? Ja, definitiv. Es ist hier greifbar. Es ist etwas greifbar da. Und zwar, ja, alles, was man andersrum, es wird hier eine neue Tür für dich aufgehen. Und die Tür kann man hier schon erkennen am Ende des Weges. Die ist schon offen. Ja. Es wird hier einen Neuanfang geben, die Türen sind offen, es wird zu einem Neubeginn kommen. Du könntest auch eine neue Chance bekommen, kann man hieraus sagen. Und es geht meistens immer hier bei den Dingen, die greifbar sind, die tastbar sind. Ja? Das kann auch bei der Arbeit sein, das kann für finanzielle Aspekte stehen. Es wird hier definitiv ein Neubeginn kommen. Und du hast ja auch den Stern. Der Stern ist auch die Karte aus der großen Arkana. Die hatte ich vorhin bei dem Sternzeichen Wassermann. Das ist auch die Karte des Wassermanns. Und hier geht es um die Wunscherfüllung. Ja, das heißt, du wirst hier definitiv, deine Hoffnung wird hier, ich hätte fast gesagt, belohnt. Du wirst in die Wunscherfüllung kommen, definitiv. Weil die Göttin auf diesem Bild hier siehst du, gießt die Gaben über dich aus. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Allerdings haben wir auch die Karte der Eremit. Und der Eremit ist auch eine Karte aus der großen Arkana. Sternzeichen Jungfrau, die neunte Karte. Und hier geht es um Rückzug. Möglicherweise bist du zu schnell wieder auf etwas zugegangen. Hier solltest du dich erstmal zurückziehen und dich damit beschäftigen, hier eine Lösung herauszufinden. Und hier sieht man auch in seiner Laterne hat er auch einen Stern. Und der Stern ist immer für Wunscherfüllung. Es geht hier. Im Inneren hast du quasi ein Gefühl von Einsamkeit teilweise, Trauer. Hier ist jemand, das ist ein reifer Mensch, der dir die Geborgenheit geben könnte mit seiner Erfahrung und Reife. Und das ist auch jemand, der nicht gerne etwas verändert in seinem Leben, der auch sehr misstrauisch ist für neue Dinge. Ja, kann es auch sein. Ja, und du hast nach wie vor noch ein Problem aus der Vergangenheit. Denn die Kelche stehen immer für unsere inneren Gefühle. Das ist immer sehr sanfte Energie, aber hier ist es definitiv, ich sage immer so, die sieht aus wie so eine schöne Märchenkarte. Ja, hier ist es aber wirklich so, vielleicht denkst du noch an Ereignisse aus deiner Vergangenheit. Das kann deine Kindheit betreffen, das kann auch eine alte Liebe betreffen. Alte Liebe muss natürlich jetzt auch nicht Jahre hinter dir liegen. Das kann auch sein, dass du im letzten Jahr eine Liebe hattest, wo du dich verliebt hast, wo es irgendwie momentan noch stockt, was dich immer wieder triggert. Und dann ist es definitiv ein Fisch, Skorpion oder Krebs, mit dem du es dann hier zu tun hast. Ich will noch einmal Erklärungskarten haben für euch, liebe Zwillinge. Liebes Universum gibt. Ja, okay. Ja, die gleiche Karte wie beim Wassermann. Da haben wir fünf der Münzen. Das ist, du bist momentan in einer Krise. Ja, das ist die Seelenmangelkarte, die steht immer für Gefühle oder Finanzen. Bei dir merke ich ganz deutlich, es geht hier um Gefühle. Du fühlst dich ausgeschlossen. Kann sein, dass eine dritte Person damit was zu tun hat. Ja. Du fühlst dich, du bist momentan in einer Krise. Liebes Universum, gib mir nochmal eine Klärungskarte für mein Kollektiv der Zwillinge.
Ja. Drei der Münzen. Drei der Münzen ist auch wieder eine Karte, die mit Tatkraft was zu tun haben. Du kannst hier selber etwas in Gang bringen, aber dazu musst du dann Hintern hochkriegen, auf gut Deutsch gesagt, ja. Es passiert auch schon was und wichtig ist, dass Dinge wieder in Stabilität kommen. Und da musst du halt gewisse Aufmerksamkeit schenken. Im Beruf kommst du momentan sehr gut klar, ja, du kommst auch gut vorwärts, weil ihr auch was gemeinschaftlich macht. Ihr habt also bei der Arbeit ein gutes Team. Aber nach wie vor steht ein Erdzeichen bei dir und du hast hier unheimlich viel, schau mal hier, lieber Zwilling, du hast unheimlich viel Erdenergie. Das heißt, du hast es hier definitiv mit jemandem zu tun, ja, Steinbock, Jungfrau, Stier. Irgendwas hat das mit diesen Menschen zu tun. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, ob das dann dein Partner ist, der auf dich zukommt, mit dem du gerade zusammen warst und das beendet wurde. Wir schauen noch mal kurz. Okay. Ja. Zehnter Schwerter. Ja, Zehnter Schwerter ist definitiv, hier hat es ein plötzliches Ende gegeben in der Beziehung. Das ist immer wie die Karte der Turm, nur bei dem Turm ist es nicht so plötzlich wie hier. Hier ist es einfach vorbei gewesen und du kannst dir nicht erklären, warum das so war. Und das blockiert dich. Und das sind eure Gedanken. Das ist Schwertenergie, das sind Intuitionen, das sind die inneren Gedanken, die wir hier haben. Und das ist ein Thema, das blockiert dich. Und durch diese Blockade kommst du nicht in eine neue Beziehung. Das ist tief in deinem Inneren. Da macht es vielleicht Sinn, wenn du dir mal Hilfe holst. Ein Coach, guter Freund, Ratgeber. Oder auch Persönlichkeitstraining könnte da helfen. Wie man sowas loslassen kann. Da gibt es ja auch Übungen für. Ja, okay. Die sollte kommen. Ja, der Wagen ist die gleiche Karte wie beim Wassermann. Das ist die Nummer 7. Das ist die Umzugskarte im Tarot. Der Umzugswagen kommt. Es wird hier wieder vorangehen. Und zwar all mit deinen Ecken und Kanten, die du als Ecken und Kanten wahrnimmst. Was andere so gar nicht wahrnehmen würden. Du bist hier selbstbewusst unterwegs wieder. Du wirst ja auch Erfolg bekommen. Es geht ja auch so ein bisschen um deine eigenen Vorstellungen und das nötige Durchsetzungsvermögen aufzubringen. Du brauchst deine nötige Freiheit und du bist momentan hier unterwegs. Kann auch dazu stehen, dass du zu jemandem reist. Ja, ich will nur mal eben schauen zum Abschluss, was die Astrocards dazu sagen, welchen Tipp die Astrocards für dich haben. Ja, Quadrat, Herausforderung und Disharmonie sehe ich hier gerade. Ich halte es mal in die Kamera. Ja, was bedeutet die Karte? Du siehst ja hier, dass diese Frau im Meditationssitz meditativ versunken ist. Ne? Das ist die sogenannte Schlangenkraft. Kundalini, kann man sagen, steigt vom Wurzelchakra auf. Sie repräsentiert Shakti, das Erreichen des Kronenchakras stellt die Verschmelzung mit Shiva dar. Ja? Und auch die Blitze und energetischen Linien verdeutlichen, dass es hier auch um die zerstörerischen Seiten der Shakti am Werk sind. Du erhoffst halt immer noch Harmonie, die aber noch nicht hergestellt ist und das bringt dich teilweise auch wieder aus dem Konzept. Ja, ein Quadrat bildet sich, wenn zwei Planeten im 90-Grad-Winkel quasi voneinander entfernt sind. Ja, 90 Grad entspricht quasi Länge von drei Tierkreiszeichen. Ne? Menschen, die quasi ja, im Bereich zwischen dem Jupiter, Wassermann, dem Saturn und Skorpion liegen, kann das besonders betreffen. Hier merkt man auch, du hast hier gute Chancen verpasst, weil du blockiert warst oder auch noch bist. Da musst du was gegen tun. Und diese Blockaden haben wir ja gerade auch schon gesehen, die liegen quasi auch hier. Ja. Ja, wir wollen noch mal schauen, was das Merlin-Orakel dazu sagt. Einmal das Merlin-Orakel. Ja, Excalibur. Hohe Tugend, Erlösung. Schneide dich von allem frei, was dich zurückhält, deine Kraft, Schönheit, Einzigartigkeit und Liebe zu erleben. Richte dich dem Licht aus, erfülle, wozu du hergekommen bist. Ja,
Macht das mal, tu das mal, ihr Lieben. Ich drücke euch dabei ganz doll die Daumen. Das war die Legung für die erste Februarwoche. Falls dir die Legung gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like von dir. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn gerne. Für dich kostenlos und verbindlich. Mir hilft das sehr, sehr viel. Und ja, über ein nettes Kommentar freue ich mich natürlich auch immer sehr, sehr, sehr. Ihr Lieben, ich bedanke mich für dein Interesse an dieser Legung. Wünsche dir alles Liebe, alles Gute, einen schönen Start in den Februar. Und wir sehen uns, hoffe ich, wieder. Bis bald. Ciao, ciao.